Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spaß mit Werkzeug und Tour. Wie ihr seht, wir sind wieder zu Gast bei Kevin, diesmal in Kevins Werkstatt. Wir freuen uns sehr, wie beliebt das Holzmann-Drehmaschinen-Video ist und wir wurden öfter jetzt gefragt, ob wir die mal in Action zeigen können und wir hatten auch noch ein paar Fragen nach Zubehör und nach der Einrichtung der Maschinen. All das wird euch Kevin heute demonstrieren und ich hoffe, ihr habt eine Menge Spaß mit Kevin und der Holzmann-Drehmaschine. Ja, einige Betriebsstunden hat die Maschine jetzt schon hinter sich, was ich im Groben auf jeden Fall sagen kann, dass sie eine sehr gute Arbeit leistet, wobei die Arbeit, die ich bis jetzt gemacht habe, relativ simpel ist. Zu erwähnen ist, dass der Lack nicht so das Beste ist, also der löst sich schon zum Teil ab, aber gut, das stört mich jetzt nicht und soll der Maschine auch nicht unbedingt stören. Heute werden wir von unserer Holzmann-Presse den Oberstempel mal das Anschlussstück nachdrehen und euch einfach zeigen, was die Maschine dabei so leistet, wie sie sich anhört. Und ich werde euch zeigen, wie man sie so ein bisschen einrichtet, wie man die Werkzeuge einrichten kann. So, als erstes zeige ich euch mal den Schnellwechselhalter, den ich mir geholt habe und was so die Vorteile darin sind. Zusammen mit den Aufnahmen kann man halt eben, wie der Name schon sagt, das Werkzeug schnell wechseln. Im Winkel schnell verstellen, hier angezogen und dann ist es fest. Wenn ich ein nächstes Werkzeug nehmen möchte, geht das halt genauso schnell. Und mit den Schrauben hier oben kann ich halt dann die Höhe des Werkzeuges einstellen, dass es halt auf Mitte ist. Was bei dem Vierfachhalter so nicht möglich ist, das muss dann halt mit Platten unterfüttert werden. Dann habe ich mir noch einen Satz Wendeplatten-Stahlhalter geholt mit einem rechten und einem linken Halter, einem Abstechstahl, einer Bohrstange ist noch da drin und ein Garner ist auch noch damit dabei. Einen Link dazu werden wir euch unten bereitstellen. Ist auch ein günstiges Set aus China, aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da gibt es nichts dran auszusetzen, weil es ist ja keine CNC-Maschine, wo das immer alles hundertprozentig wiederholgenau sein muss. Und für die kleinen Schnitte, die man an der Maschine sowieso ja nur nehmen kann, in Anführungsstrichen, reicht die Stabilität auch vollkommen aus. So, wenn ich jetzt ein Werkzeug einrichten will, nehme ich mir den Stahlhalter. Die Schrauben finde ich auf jeden Fall irgendwie viel zu lang geraten, weil welches Werkzeug ist so klein, dass man die komplett reindrehen müsste. Also da wäre ein Satz kleinere vielleicht gar nicht so mal schlecht, aber okay. Ja, ich setze den Stahlhalter ein, fixiere die Schrauben, dann hat man einen mitgelieferten Schlüssel noch und ziehe diese handfest an. Also braucht man auch nicht übertreiben, es reicht wirklich handfest. Einmal durch. So. Ist dieses erledigt, hat man hier oben eine Torx-Schraube. Die sollte man nicht verlieren, weil da ist jeweils nur eine drin. Wobei man die wahrscheinlich auch nachordern kann irgendwo, aber lieber aufpassen. Und ich kenne das, diese kleinen Schrauben gehen schneller verloren, als man gucken kann. So, dazu werden auch noch ein paar Wendeplatten mitgeliefert. Bis jetzt habe ich die Abstechplatten getestet und ja, die tun, was sie sollen. Bei dem Preis kann man auf jeden Fall nicht meckern. Man kann aber auch über Polymo zum Beispiel neue bestellen. So. Die Platte noch festschrauben. Auch das empfiehlt es sich handfest zu machen. Also die muss man nicht wie ein Berserker festziehen. Es reicht wirklich ganz leicht festzuziehen. So, dann setzt man ihn rauf, zieht ihn fest. So, den Schlüssel hier rauszaubern. Und stellt diesen auf Mitte ein. Dazu kann man halt entweder gegen die Spitze fahren oder ich habe einen Bohrfutterhalter. So, schraubt die Schraube halt so weit runter, bis man auf Mitte ist. Macht das wieder fest und kontert das Ganze dann. Das zeigen wir euch jetzt nochmal von einer anderen Perspektive. Ja, zum Einstellen der Höhe
spannt man jetzt eine mitlaufende Spitze oder wie in meinem Fall einen Bohrfutter in den Reitstock ein, löst den Schnellwechselhalter und stellt anhand dieser Schraube die Höhe ein. Zumindest erstmal in etwa. Und ein Stückchen runter. Zieht den fest und kontert mit der Mutter, damit es fest ist. So. Und im nächsten Schritt zeige ich euch, wie man das dann kontrolliert und gegebenenfalls nachstellen kann. Eingespannt haben wir hier einen 32er Rundmaterial. Wird ganz normaler Baustahl sein. Das wissen wir jetzt nicht mehr. Ist aus der Restekiste entnommen. Aber das wird für den Test jetzt auf jeden Fall ausreichen. So, um das Werkzeug jetzt dann zu testen, ob es wirklich auf Mitte ist, drehen wir einfach vorne einmal plan. Und anhand dessen kann man dann ermitteln, ob es wirklich auf Mitte ist. So, wir kratzen etwas an, stellen ein kleines bisschen zu. Ein bisschen Öl für die Schmierung ran. So, das müssen wir jetzt ein paar Mal wiederholen, um vorne eine plane und ebene Fläche zu haben, erhalten. So, jetzt ist natürlich, um das jetzt hier vorne so massiv zu planen, das Werkzeug nicht unbedingt geeignet. Das ist jetzt eigentlich zum Längsdrehen gedacht, dieses Werkzeug. Ich werde auch mal schnell, um das einmal vorne zu begradigen, schnell das richtige Werkzeug dazu einspannen. So. So, nun ist überall einmal übergedreht und jetzt können wir uns mit dem anderen Werkzeug nochmal angucken, ob wir es wirklich auf Mitte haben. In dem Falle sieht man, dass dieses Werkzeug wirklich auf Mitte ist, weil wenn es jetzt nicht so wäre, hätten wir in der Mitte einen kleinen Bups zu stehen, sagen wir es mal so. So. Beste Platte wahrscheinlich dafür. Ja, das nenne ich jetzt mal Vorführeffekt. Die Platten sind wirklich die mitgelieferten Platten, also für Stahl. Jetzt nicht so das Beste. Ich werde jetzt mal schnell eine noch nachgekaufte einspannen. So, mit der Platte müsste das deutlich besser gehen. So, vorne angekommen,
sieht man jetzt, dass das Werkzeug auch gut auf Mitte eingestellt ist. So, da wir jetzt ja den Anschluss von dem Oberstempel nachdrehen wollen, nehmen wir uns einfach die Maße direkt ab und werden das überdrehen. So, wir haben... Wo habe ich jetzt drauf gedrückt? So. Ein Durchmesser von 24,85, den wir drehen müssen, vorne wie hinten, auf eine Länge von 17,5. So, die 17,5, die werden wir uns jetzt erstmal hier markieren. Dazu fahren wir an die Stelle ungefähr hin. Und dann kann es auch schon losgehen. 24,85. So, wissen wir, wo wir aufzuhören haben. Gucken wir mal, was mit dem Millimeter passiert. Summt jetzt natürlich ein bisschen, ist alle auch relativ weit ausgespannt. Man könnte jetzt natürlich eine Spitze gegensetzen, um dagegen zu wirken, aber das lassen wir in dem Fall jetzt erstmal sein. Ja, geht's gleich weiter. So, das war jetzt eine Millimeter Zustellung, also halben Millimeter Tiefe vom Span. Wie man gesehen hat, läuft es soweit eigentlich ganz gut. Die Vibration, das ist halt aufgrund der Länge, und die Maschine ist jetzt auch nicht so die Größe, so die große Maschine, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn man jetzt eine Zentrierspitze gegensetzen würde, dann würde sich das auch noch deutlich verringern. Würde ich sagen, machen wir mal weiter. So, wir müssen auf einen Durchmesser von 24,85. Also haben wir noch ein bisschen was vor uns. Drehzahl habe ich jetzt 600 Umdrehungen. Das mache ich immer so ein bisschen nach Gefühl. Ich richte mich da jetzt nicht nach Tabellen. So, machen jetzt mal einen halben und automatischen Vorschub. Ja, und wie man hört, ist das Geräusch dasselbe. Also ja, ist das wirklich darauf geschuldet, dass das einfach so lange ausgespannt ist und keine Spitze gegengesetzt ist. Okay.
Jetzt habe ich gerade hinten noch die Kante ein bisschen, weil die Kante, die Ecke hinten ein bisschen frei gemacht. Das ist halt der Druck am höchsten. So, und jetzt sind wir bei 24,8. Wunderbar. Das heißt, ich säubere es hinten noch ab und dann haben wir die Außen. Oh. So, jetzt messen wir noch die Tiefe. Haben soll es 17,5. Und wir sind jetzt bei 17,05 angekommen. Also noch 5 Zehntel. Ist jetzt halt an der Stelle ein bisschen blöd, mit diesem Werkzeug zu machen, aber dann zeige ich euch gleich mal noch eine andere Bearbeitungsart. Das war mit dem Ab- und Einstechstahl. So. Ausmachen. Angucken. Die Drehzahl verringern. Gegenmessen. Jetzt 17,5. Perfekt. So, und als nächstes machen wir diesen Einstich. Dazu messen wir uns den Abstand ab. Aber wie man sieht, man kann das halt alles sehr schnell wechseln mit den Schnellwechselhaltern. Muss nicht wie bei HSS irgendwie noch was mal anschleifen, sondern kann direkt weiter loslegen. Allerdings empfiehlt es sich auch, die passenden Platten zu nehmen. Das sind jetzt halt die Platten, die dabei gewesen sind. Wie gesagt, jetzt nicht so die besten, aber ich benutze meistens eher Aluminium, was ich bearbeite, und dafür war es bis jetzt vollkommen ausreichend. Ja, ich glaube, ohne Zentrierspitze wird das an dieser Stelle nichts. Wir werden mal eine Zentrierbohrung setzen und eine Zentrierspitze gegen machen. So, dazu Zentrierbohrer eingespannt. Auch da sieht man, dass das gar kein Problem ist. So, und dann suche ich nur mal schnell die Zentrierspitze raus und dann geht's weiter. So, die Spitze ist gegen und ich habe es gerade schon mal getestet, das macht das Ganze nicht besser. Die Platte ist dafür einfach nicht so geeignet. Ich habe es auch bei Stahl vorher noch nicht getestet, ich habe die nur für Aluminium benutzt und dafür kann man auch wunderbar abstechen, das ist kein Problem, das zeigen wir euch dann auch noch gleich. Aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt dann nochmal mit der Spitze, es ist halt auch eine feste Spitze, man sollte auch eine mitlaufende Spitze benutzen. Aber nichtsdestotrotz zeige ich euch jetzt dann nochmal schnell überdrehen, wie das mit einer Spitze ist. So. So
Und dann würde ich einfach die Fläche danach anschließend mal rändeln. So, und wir gucken nochmal 1 mm Zustellung. Und Automatikvorschub an. Also wie man sieht, das war jetzt eine Millimeter Zustellung und man kann jetzt klar mehr testen, aber ich würde behaupten, dass eine Millimeter Zustellung auf jeden Fall vollkommen ausreicht und da ist jetzt auch mit einer Führung ist jetzt dann auch das Geräusch deutlich geringer und die Vibrationen fast gleich null. Ja, da würde ich sagen, kann man auf jeden Fall nicht meckern. So, dann gucken wir mal, ob wir in Stahl rändeln können. Zustellen, das reicht noch nicht. So, ja, die Rändel ist jetzt auch nicht mehr die neueste und nicht mehr die beste, aber man sieht, dass das auf jeden Fall funktioniert. Und ja, dadurch, dass das dann keine Zerspannung mehr ist, sondern eine Umformung, aber auch das funktioniert ganz gut. Es empfiehlt sich halt wirklich bei so Sachen immer auf jeden Fall eine Spitze gegenzusetzen, um die Vibration so gut es geht rauszuholen. Ja. So, dann werde ich jetzt mal noch ein bisschen Aluminium einspannen und ich habe auch noch eine kleine Edelstahlwelle zum Bearbeiten. Testen wir beides mal aus. Auch mal eine Bohrung setzen. Wobei wir fangen erstmal an und setzen hier in Stahl eine Bohrung um. Dazu baue ich mir mal die Maschine um und dann geht es weiter. So, zeigen wir jetzt nochmal schnell, wie man das dann wechselt. Wir hatten es beim letzten Mal schon drin, aber man sollte vorher den Hebel festziehen, damit der Reitstock sich nicht bewegen kann. Dann schraubt man ganz zurück. Einmal mit Schwung und dann kommt es raus. Man sieht hier auch bei der Spitze, es ist halt, ja, jetzt auf Stahl ist es jetzt nicht so die beste Variante. Also eine mitlaufende Spitze ist da auf jeden Fall zu empfehlen. Ich habe mir auch schon eine rausgesucht, die können wir jetzt auch gerne verlinken. Die werde ich jetzt die Tage auch noch bestellen. So, dann wird das Bohrfutter eingespannt. Zurückgehen hier. So. Einspannen. So. Los geht das.
So. Wie man sieht, funktioniert auch das ohne Probleme. Das ist jetzt ein 5,5 mm Bohrer gewesen. Ja, ohne Probleme. Jetzt werden wir mal Aluminiumstücken abstechen. Das habe ich jetzt auch schon ganz oft gemacht und daran wird man auch feststellen, das macht auch die Platte ganz gut mit. Die ist halt einfach für Stahl nicht so geeignet. Auf eine Abstechdrehzahl bringen. So, das war's. Wechsle ich den Halter. Drehe noch einmal plan und mache eine Faser ran. Hier sieht man, dass es gar kein Problem ist, auch mehr abzunehmen vorne. Ist gar kein Problem. Werden wir mal noch schnell eine Bohrung vorne reinsetzen. So, das ist jetzt ein 3,3 mm Bohrer. Auch hier, wie man sieht, gar kein Problem. Und jetzt schneiden wir mal noch ein M4-Gewinde mit einem Maschinengewinde-Bohrer rein. Zuvor noch eine kleine Phase ran machen. Die Drehzahl runterstellen. So. Und los geht das. So. Und wieder raus. Auch das ist ohne Probleme machbar. Die Drehzahl verändert sich auch gar nicht. So, jetzt spannen wir mal noch eine Edelstahlwelle ein und werden diese auch noch mal zentrieren und noch mal ein Stückchen überdrehen. Jetzt ist Edelstahl an der Reihe. Einmal plan drehen, einmal zentrieren und ein bisschen längs drehen mit der Spitze.
Ja, und wie man sieht, funktioniert auch Edelstahl. Das stellt kaum ein Problem dar. So, und dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Und wir stellen mal 2/10 zu. Ja, und wie man sieht, lässt sich auch Edelstahl ganz gut bearbeiten. Klar sind es jetzt nur 2/10, aber ist ja auch eine kleine Maschine und mehr geht bestimmt. Aber ich will es jetzt auch nicht aufs Unnötige ausreizen. Und seien wir mal ehrlich, so im privaten Bereich und Hobbybereich, dann selbst auch Edelstahl schon zu bearbeiten, muss man sich halt 5 Minuten mehr Zeit lassen und dann hat man auch ein sauberes Ergebnis. So, jetzt noch ein, zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, auf jeden Fall mit der Zeit bei der Bearbeitung. Regelmäßig sollte man kontrollieren, dass die Schrauben fest sind. Die haben einen Drang dazu, sich so ein bisschen zu lockern an der einen oder anderen Stelle. Zum Beispiel diese hier, die einfach moderat dann wieder festziehen, gucken, wie sich das dann auch bewegen lässt und dann mit den Muttern kontern. Ich weiß nicht, ob ich es beim ersten Mal noch nicht richtig gekontert habe oder ob das einfach sich eh immer wieder lockert. Auch ist mir schon eine Kurbel fast abgefallen, aber auch die habe ich dann festgezogen und dann geht es eigentlich. Also zieht am besten am Anfang alle Schrauben einmal fest, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Auch ist mir aufgefallen, dass das Dreibackenfutter nicht ganz hundertprozentig rund läuft. Gut, solange man alles an einem Stück dreht, ist das egal. Wenn man es umspannen möchte, empfehle ich auf jeden Fall, weiche Backen zu holen und die dann auszudrehen. Dann hat man auch wieder perfekt laufende Teile. Ja, ansonsten, wie man jetzt hoffentlich gesehen hat, ansonsten stellt gerne Fragen in den Kommentaren. Sieht man, dass die Maschine für das Geld auf jeden Fall eine ganz gute Arbeit macht. Die Werkzeuge müssen natürlich stimmen. Das tut mir jetzt leid, dass ich jetzt leider keine Stahlabstechplatte hier hatte. Aber das können wir auch gegebenenfalls dann nochmal in einem kleinen Video nachreichen. Ja, des Weiteren musste ich den Sicherheitsstopp ein bisschen nachjustieren, weil der so knapp bemessen war, dass der nach ein paar Tagen Benutzung schon so ausgelöst hat und ich das dann runterdrücken musste. Dann ging es, aber ist dann halt durch die Vibration der Maschine und so dem wieder ausgelöst. Dazu einfach die Rückseite, ich kann es jetzt leider nicht zeigen, weil die Maschine fest verschraubt ist, aber einfach die Rückseite den Deckel öffnen und da sieht man dann schon den Schalter und den einfach ein bisschen nachziehen, nach oben bewegen, dann funktioniert das auch wieder. So, liebe Freunde von Spaß mit Werkzeug, ich hoffe, euch hat Kevins Tutorial zur Holzmann Drehbank gefallen. Mir hat es gut gefallen, ich fand es sehr informativ. Vielen Dank dafür, Kevin, vielen Dank für das ganze Fachwissen, was du hier eingebracht hast. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, abonniert den Kanal. Und ja, bis wir uns wiedersehen, habt Spaß mit Werkzeug.